Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje. Ja, und heute möchte ich euch unter anderem diese Palette zeigen und noch ein paar andere Sachen. Ja, und wenn ihr wissen wollt, was ich sonst noch gekauft habe, dann bleibt doch bitte dran. Ja, ich muss ein paar Sachen, was heißt beichten, aber ich habe ein paar Sachen gekauft, die liegen auch schon eine Weile hier. Also ein Teil liegt schon eine Weile hier, ein anderer Teil ist gerade erst eingezogen. Aber mit dem Produkt, was ich euch gerade gezeigt habe, werden wir nicht starten. Wir werden erst mit was anderem starten. Und zwar wisst ihr ja, dass ich ein totaler Fan von Maxim bin und seine ganzen Produkte auch, also oder fast alle davon gekauft habe. Und es mir umso schwerer gefallen ist, im Januar die Sachen nicht zu kaufen. Weil Maxim hatte ja die Holy Grails bei Maxim mit Rossmann rausgebracht. Ja, nur ich hatte einen No-Buy-Monat und damit konnte ich die Sachen nicht kaufen, weil ich mir das ja fest vorgenommen habe. So, und jetzt habe ich aber Glück gehabt, dass ich noch ein paar Sachen zusammenbekommen habe nach meinem No-Buy. Und darüber freue ich mich extrem. Jetzt zeige ich euch die Sachen, die ich habe. Ich habe sie nicht alle, aber ich wollte auch eh nicht alle haben. So, ich habe unter anderem hier, das kennt ihr ja auch schon, das Flawless Baking Powder. Ich bin jetzt nicht so jemand, der viel baked, aber ich meine, das ist so ein typisches Produkt von Maxim. Und ja, natürlich habe ich das gekauft, weil das Packaging spricht mich an und ich werde es auch einfach nochmal probieren. Vielleicht funktioniert das ja für mich und wenn nicht, dann freut sich bestimmt jemand anders darüber. So. Dann habe ich natürlich auch den Highlighter mir geholt, weil ohne den geht ja sowieso nichts, weil Highlighter, ich liebe Highlighter. Und wenn Maxim Highlighter rausbringt, dann möchte ich den natürlich auch gerne haben. Abgesehen davon, diese Form ist super schön. Ihr habt den ja schon ein paar Mal gesehen. Und ja, ich habe extra noch nichts geswatcht und so. Ich wollte das mit euch zusammen machen. So, ich bin ein relativ helles Häutchen, allerdings glaube ich, würde das bei mir auch an sich gut funktionieren. Also ich finde das süß. Ist allein schon, weil das ein Herz ist. Und die Verpackung und überhaupt. Also einfach nur süß. So. Dann gibt es ja noch diesen Lipgloss mit Schokoladenduft oder Geschmack, wie auch immer. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Mit verführerischem Duft nach Schokolade. Da bin ich mal gespannt. Sind 10 Milliliter. Ich hoffe, dass der mir nicht zu künstlich ist, weil ansonsten lasse ich den einfach weiter wandern, bevor ich ihn verwende. Ich könnte mal dran riechen. Ja, das habe ich schon fast befürchtet. Der ist auf jeden Fall nichts für mich, aber das macht nichts. Der ist ja noch unbenutzt, deswegen kann ich ihn auch schön weitergeben. Und ich glaube, ich weiß schon jemanden, der den bekommen kann. Aber ich musste das sowieso kaufen, weil einfach hübsch. Ja, hier bin ich echt gespannt. Also das werde ich auf jeden Fall auch in nächster Zeit mal ausprobieren. Und zwar ist das der Primer, dieser Whipped Cream Primer. Der ist ja, also versorgt durch Kälte, beanspruchte Gesichtshaut mittels Kamillenwasser und Aloe Vera, optimal mit Feuchtigkeit. Ich bin so gespannt. Also den werde ich auf jeden Fall super gerne ausprobieren. Gefällt mir. Ja, und dann gab es ja natürlich noch hier diese zwei, die musste ich dann auch mitnehmen, ne? Die Liquid Eyeshadows und weil die Farben, ich finde die so hübsch. Das sind zwei so schöne Farben, das kann ich mir richtig gut vorstellen auf den Augen. Deswegen werde ich die mal ausprobieren. Oh, ja. Also, so. Die sind jetzt eingezogen. Da bin ich zwar ein bisschen durch die Gegend gefahren für, aber ich habe es bekommen. Und da freue ich mich auch drüber, dass ich die Sachen noch gekriegt habe. So. Ja. Und jetzt kommen wir zu dem Produkt, was ich euch eben so schön in die Kamera gehalten habe. Dieses kleine Schätzchen. Und ich denke, die ein oder andere von euch wird wissen, was das hier ist. Und zwar ist das eine Palette von Pat McGrath. Und das ist nämlich die Mothership Mega Celestial Odyssey. Und also Packaging, echt, das ist so krass. Und die ist so groß. Also ich meine, ihr seht es ja jetzt in meinem Kopf, wie groß die ist. Und die ist echt hübsch. Ich hatte halt Glück, weil die war so reduziert, dass ich sie einfach nicht liegen lassen konnte. Ich werde euch den Preis der Palette mal hier hinschreiben, zu dem Zeitpunkt, als ich sie gekauft habe, weil die sieht jetzt auch vom Packaging genauso aus wie die Umverpackung. Das ist echt super hübsch gemacht.
spricht mich an, obwohl es Gold ist, muss ich sagen. Normales Gold ja nicht so meins, aber ja. Hier guckt sie euch an. Ich finde die so schön. Das ist auch wieder so eine Palette, wo ich mich schwer tun werde, sie zu verwenden, weil ich es einfach. Ich werde die eine Zeit lang angucken und dann irgendwann werde ich sie verwenden, aber die ist so schöne Schimmertöne und matte Töne und überhaupt Hauptsache Schimmer, weil das mag ich immer sehr gerne und vor allen Dingen ist hier so ein schöner heller Grünton und ein dunklerer Grünton hier und man hat hier so schöne Stoffbändchen. Also ganz ehrlich, es ist eine super schöne Palette. Zum Originalpreis hätte ich mir die nicht gekauft, aber ich hatte die rein zufälligerweise bei Claudi von Claudis Welt gesehen. Ja, die nämlich damit meinen Look geschminkt. Und dann bin ich auf die Seite von Pat McGrath gegangen und ja, habe gesehen, dass die im Angebot ist und dann habe ich sie mir schnell gekauft. Ja, und dann habe ich mir noch was dazu geholt, weil es einfach so schön war. Packaging-Opfer lässt grüßen. Es ist so hübsch, oder? Es ist so schön. Also es spricht mich so an. Das ist nämlich der Divine Blush, also mit diesen hübschen Rosen und Lila und Gold. Und da hat man hier wieder so eine hübsche Verpackung. Also das muss ich sagen, ist echt schön gemacht. Und dann hat man hier, und das mag ich auch sehr gerne, dass das so schön schwarz, glänzend, einfach nur mit dem goldenen Aufdruck ist. Das gefällt mir auch gut. So, jetzt muss ich wieder gucken. Ich habe es beim letzten Mal schon nicht hingekriegt, das aufzubekommen. Jetzt habe ich wieder. Ich habe nämlich immer so wenig Kraft in den Fingern, das ist das Problem. So, jetzt halten wir den Spiegel mal zu, weil den wollen wir nicht sehen. Moment, ich versuche es mal richtig zu machen. So, also seht ihr das hier, die Rosen? Das ist so eine schöne Farbe, das ist so eine schöne Farbe, findet ihr nicht? Ich weiß gar nicht, das ist Divine Rose Blush. An welche Farbe soll das sein? Ich weiß nicht, ich glaube, der heißt so, Divine Rose. Auf jeden Fall finde ich den super schön. Das ist eher so ein Mauve-Ton. Kommt in der Kamera nicht ganz so rüber. Das ist eher so ein dunklerer Ton. Aber so schön. Und oh, da traue ich mich wieder nicht mit meinem Pinsel reinzugehen. Das weiß ich jetzt schon. Ja, war jetzt auch nicht so günstig, aber der hat mir so gut gefallen. Deswegen habe ich ihn halt mitgenommen. Und ja. Muss sagen, war auch ein Weilchen unterwegs. Weil das habe ich nämlich letztes Jahr schon bestellt. Deswegen war etwas unterwegs, bis es zu mir war, da war. Aber ich freue mich echt, dass es da ist und dass es in meine Sammlung einzieht. Und werde ich auch irgendwann mal testen, werden wir uns das zusammen angucken. Aber jetzt im Moment noch nicht, weil das wird mir ein bisschen schwer fallen, muss ich sagen. Weil die einfach so hübsch ist und die ist so groß. Und dann dieser kleine schöne Blush, weil Blush mag ich einfach auch super gerne. Aber ich finde, das passt auch alles echt gut zusammen, so farblich gesehen. Ja. Seht das mal wieder. Ja, zack, ist mal schwach geworden. Aber wie gesagt, den Teil hier habe ich ja schon im letzten Jahr bestellt. Der ist nur jetzt halt erst angekommen. Es hat eine Weile gedauert, bis es hier war. Und hier die Sachen, die wollte ich halt unbedingt haben, weil, naja, ihr wisst. Es hat mich einfach angesprochen. Und ich bin froh, dass ich den Teil noch bekommen habe. Es ist auch okay. Ja, der Lipgloss, der wird halt weiter wandern. Aber die anderen Sachen werden erstmal hier bleiben und die werde ich ausprobieren. Dann gucken wir einfach mal, wie es ist. Ja, würde mich mal interessieren, habt ihr euch auch Produkte von Maxim gekauft, von der Holy Grails Kollektion? Hat jemand von euch eine Lidschattenpalette von Pat McGrath und kann mir erzählen, wie ihr die findet oder was eure Lieblingspalette davon ist? Weil, wie gesagt, das hier ist jetzt meine erste und ich habe noch keinerlei Erfahrung mit den Lidschatten von Pat McGrath. Ich hoffe, dass die gut sind und ich nicht enttäuscht bin, weil, wie gesagt, trotz Angebot ist es ja immer noch keine günstige Palette an sich, ne? Aber ich bin gespannt. Mache ich mir mal oder bilde mir da meine eigene Meinung. Ja, damit sind wir denn dann am Ende von meinem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ich wünsche euch jetzt einen super schönen Tag, super schönen Abend. Bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao.